Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen Einführung über den Mikroprozessor 1 Plus. Heute wollen wir uns mit den Bereichen Editor und Two-Pass-Assembler ein wenig beschäftigen. Dazu wechseln wir am Anfang mit Ctrl-Q in den Monitor und von da aus wird der Editor dann mit Ctrl-E aufgerufen. Als erstes möchte der Editor wissen, in welchen Speicherbereich er seine Daten ablegen darf. Da gebe ich ihm hier für unser kleines Beispielprogramm mal F000 bis zur Adresse F0FF. Für unser kleines Beispielprogramm reicht das aus. Wie eben ganz kurz zu sehen war, wurde ein Input angezeigt. Das heißt, unser Editor befindet sich jetzt im Eingabemodus. Also werden wir jetzt anfangen, unser Programm einzugeben, welches übrigens von rosettacode.org stammt, wo jede Menge Quelltexte, Beispiele in verschiedensten, auch sehr ausgefallenen Programmiersprachen zu finden sind. So, es fängt in der ersten Spalte an mit einem Label, wie aus dem Namen hervorgeht. Greatest Common Divisor handelt es sich hier um den größten gemeinsamen Teiler. Jetzt kann man ein wenig Speicherplatz sparen, das entspricht einem Tabulator, in dem ich hier mit Pfeil rechts arbeite. Das mache ich für die dritte Spalte wieder. So, jetzt muss ich das Programm etwas abwandeln, da wir hier nicht bedingt arbeiten. Das heißt, ich springe hier mit einem relativen Sprung, wenn 0, zur Marke Ende. Jetzt ist unser Programm fertig eingegeben, also wechsle ich aus dem Eingabemodus in den sogenannten Kommandomodus, indem ich am Zirkumflex einfach nochmal Enter drücke und es erscheint ein Dollar. Jetzt möchte ich unsere Arbeit natürlich erstmal sichern. Also schreibe ich das mit dem Write-Befehl unter dem Dateinamen 0001 auf die Kassette. Wie wir gehört haben, besteht das aus zwei Teilen, nämlich dem sogenannten Header-Teil. Da wird unter anderem der Dateiname reingeschrieben, aber auch die Adressen, an denen unser editiertes Programm gespeichert wurde. Das heißt, das braucht man sich nicht merken, sondern das wird beim Laden automatisch an die richtige Stelle geschrieben. Jetzt liegt unser Programm natürlich noch nicht in einer für den Z80-Prozessor ausführbaren Version vor, sondern wir müssen es erst noch übersetzen. Unsere Eingabe erfolgt in sogenannten Mnemonics. Das sind also für den Menschen lesbare Abkürzungen für die Befehle, die intern dann in Binärzahlen umgewandelt werden. Also brauchen wir im nächsten Schritt den Assembler, der das Ganze in Maschinensprache übersetzt. Dazu wechsle ich jetzt aus dem Kommandomodus des Editors in den sogenannten Two-Pass-Assembler. Drücke Ctrl-Q für den Monitor und dann Ctrl-A für den
Assembler. Der möchte als erstes wissen, an welcher Stelle befindet sich unser Mnemonics-Quellcode-Programm. Das war die F000. Dann möchte er wissen, wo darf ich meine Symboltabellen hinschreiben. Da gebe ich ihm F100 bis F1FF. Und als nächstes, wo soll der Objektcode, also das ausführbare, maschinenlesbare Programm, geschrieben werden? Da gebe ich ihm F200 bis F2FF. Anschließend sieht man die zwei Passes, die laufen in dem Assembler, und fertig das Ganze. Das Ganze können wir jetzt mit dem Monitor kontrollieren, indem wir einfach sagen: Zeig mir die Speicherstellen F200. Das war das, wo unser Objektcode hingeschrieben wurde. Und wir sehen, hier liegen ausführbare Maschinenbefehle in einer für den Z80 verständlichen Form. Dann wollen wir unser Programm mal ausprobieren. Und zwar erwartet das seine Eingaben in den Registern A und B. Ich bin also im Monitor und weise dem Register A den Wert 15 zu, hexadezimal, das entspricht der 21 im Dezimalsystem. Und dem Register B weise ich den Wert 1c zu, das entspricht der 28. Wie für uns unschwer erkennbar, ist der größte gemeinsame Teiler dieser beiden Zahlen 7. Aber kann das der Mikroprozessor genauso gut rechnen? Das probieren wir aus, indem wir einfach mit GoTo an die Adresse F200 springen. Das war das, wo der Assembler das vorhin hinkompiliert hat. So, schauen wir in das Ergebnisregister. Laut Dokumentation ist das das A-Register und wir sehen die 07. Der Z80 hat es also genauso gut gerechnet, wie wir das im Kopf erkannt haben. Das war's für heute in diesem kleinen Teil. Das nächste Mal geht es um die beiden Programmiersprachen, die in ROMs abgelegt werden, die der Mikroprozessor kennt. Das wären nämlich zum einen das BASIC und die Force-Programmiersprache. Macht's gut und viel Spaß!